aber schauen wir mal. Das ist da für alle Fälle Adam Sebastian Hetzelet über 4,56 Meter. Er eröffnet das Stabhochspringen bei den Männern. Einen souveränen ersten Versuch. Also 12.57 Uhr. Und jetzt nehmen wir uns mal die Startzeit, denn das Stabhochspringen ist traditionell jener Bewerb, der am längsten dauert. Mit Ausnahmekünstlern hat man hier auch schon 2,5 Stunden und länger warten müssen, bis der Bewerb erledigt war. Aber sind nur noch 19 Athleten dabei, denn auch der Deutsche Pascal Bärenbruch hat sich abgemeldet für das Stabhochspringen. Also 10 Springer auf der Anlage A, wo die Guten springen, und 9 Mann noch auf Anlage B. So, dann verabschieden wir uns vom Publikum. Der Mann, der dieses Stabhochspringen immer so in die Länge zieht, ist ja auch hier, aber schaut leider nur zu. Elko St. Nikolaus. Ja, der hat nur als Fan da. Ja. Er hat natürlich immer da noch am Schluss seinen Auftritt gehabt. Eigentlich längere Mittagspause hat er meistens gehabt, 2 Stunden, 2,5 Stunden. So, wir sind immer noch bei Anlage A, das ist John Lane aus Großbritannien, ja, 4,56. Da wird dann oft einmal schon früh begonnen, einfach um zu schauen, ob der Anlauf stimmt, ob der Stab sich so verhält, wie er sollte. Und die sind da gut und gern einen halben Meter drüber. John Lane, Achtung, dass er sich die Zunge nicht abbeißt. Das ist ganz interessant, er wird trainiert von Tony Minichiello, ist ein Australier. Minichiello hat gesagt, er hat ihn da jetzt in den letzten paar Jahren sozusagen erst hergerichtet. Aber macht sich gut, der Mann. Macht er hoffentlich auch mit Odadic. So ist es, der Trainer von Jessica Ennis-Hill und Ivona Dadic. Momentan kann er beide nicht voll belasten, die eine kurz vor der Geburt, die andere kurz nach der zweiten Operation am Knie. So, das sind 3,76. Felipe dos Santos, das erledigt er ganz souverän. Es ist der junge Brasilianer, der sich seine tollen Leistungen mit einem Nuller im Diskuswerfen ordentlich hier zusammengehaut hat. 3,76, ich kann mich gar nicht erinnern, wenn letztmals eine Stabhochsprunglatte Götze ist unter 4 Meter gelegen ist, aber sei es drum, darf man sich aussuchen, kann hier auch mal Rücksicht nehmen. 4,56 auf Anlage 1 hat sich, glaube ich, auch schon erledigt. Jetzt geht es bei 4,66 weiter und der Erste in der Reihenfolge wird Dominik Distelberger sein. So, damit widmen wir uns gleich unserem 8000er-Kandidaten, der eine Bestleistung im Zehnkampf von 4,80 stehen hat. 4,93 einmal in der Halle gesprungen und mit 4,66 beginnt er da eigentlich recht knackig. Zeugt von Selbstvertrauen, von Stärke. Auch hier die Orientierung, 10 cm im Stabhochsprung sind 30 cm an Punkten. Schön. 30 cm an Punkten, sehr gut. 10 cm, 30 Punkte, also wenn Dominik Distelberger hier die 4,66 überspringt, dann hat er nochmal 14 Punkte, im schlimmsten Fall verloren, auf seinen besten 14 cm verloren. Oder 42 Punkte. Liegt er dann immer noch. Wenn er das packt, liegt er immer noch gut auf 8000er. Und das ist seine Anfangshöhe. Rückenwind, wie Sie sehen. Gute Fahnerl für Distelberger. Jetzt ist die Anlage freigegeben für den ersten Versuch. Gleich einmal Daumen drücken für Dominik Distelberger. Ganz wichtig. Wenn die 4,66 gleich packt, dann sieht es richtig gut aus. Mhm. Guter Sprung. Etwas zu wenig. Schauen wir mal, wie das ausschaut mit der Höhe. Ja, ja, ja. Also das hat er schon drinnen. Das hat er schon drinnen. Es wird nochmals der Absprung exakt nachgeprüft. 4,66 Meter aufgelegt. Und Distelberger beginnt mit einem Fehlversuch.
Der nächste Anlage A, Rico Freimund. Felipe dos Santos hat jetzt 3,96 auflegen lassen und ganz souverän darüber. Kommt hier seine Anweisung, also der explodiert hier förmlich. Da muss man dann auch ein bisschen auf der Rechnung haben. Nichts an diesem Wochenende in Götzis. Denn mit null Punkten im Diskus werfen, da ist natürlich nach vorne nichts zu machen. Rico Freimuth. Rico Freimuth, der Zweite, der sich über 4,66 versucht. Aha. Er patzt da mal Freimuth, kann 4,90 springen, also in etwa das Vermögen von Dominik Distelberger. Das ist eigentlich 4,66, ziemlich happige Einstiegshöhe. Der drittplatzierte Rico Freimuth. Vor allem, wenn man die Punkte machen möchte, dringend braucht, ist das schon ein hohes Risiko. Ich glaube, das ist absichert mit einem 40er. Wir wollen noch gar nicht weiter herumrücken, aber du hast schon recht, Edi, du hast schon recht. Ich finde es auch sehr, sehr hoch, aber er wird schon wissen, was er tut. Vielleicht ist die Form so gut. Und vielleicht werden wir in einer halben Stunde, Stunde darüber lachen, dass wir es auch nur gewagt haben, anzudiskutieren. Kai Kaczmarek ist übrigens einer, der 5,20 schon gesprungen ist, der Deutsche. Aber letztes Jahr bei der Anfangshöhe von 4,56 dreimal gescheitert. Allerdings letztes Jahr Dauerregen, Eiseskälte, die schwierigsten Verhältnisse seit dem ersten Meeting. Auch 1975 gab es endlich miserable Verhältnisse. Aber heuer wieder tipptopp. Wetterglück, Pelle Rittfeld, 4,66 Meter. Er ist der Erste, der auf Anlage A anschreibt. Dominik Sidlacek hat einmal für 4,06 genannt, wenn ich es richtig sehe. Auch Dos Santos diese Höhe springen. Unterstützung gewünscht. Ja, jetzt kommt zuerst noch Dos Santos und dann Sidlacek. Dos Santos. Und der gute Versuch von Rittfeld über 4,66. Liegt im Zwischenklassement an der 12. Stelle. Und Felipe dos Santos mit 4,40 Meter Hallenbestleistung angereist, hier über 4,06. Und jetzt unterstützt der Dominik Distelberger, zweiter Versuch. Aber ganz okay. So, wir haben Dominik Distelbergers zweiten Versuch über 4,66. Da lassen die meisten der Favoriten aus. Darum geht es relativ zügig. Das ist vielleicht gar kein Nachteil, wenn er hier gleich wieder springen kann. Jetzt muss es klappen. 4,66, nein, da muss er wieder abbrechen. Ah, jetzt wird das Ganze eine ganz heikle Angelegenheit. Auf geht's, Dominik. Das der 8000er von Dominik Distelberger ist mächtig ins Wackeln geraten. Dominik Sidlacek. Dominik jetzt auf Anlage 1, Anlage 2. 4,6 Meter liegt die Latte. Oh, schnell ein Stangenwechsel, das ist auch nicht so ganz ideal. Es ist nicht hundertprozentig sicher, was er da nehmen soll. Er schafft seinen ersten Versuch. 4,06. 4,30 im Zehnkampf schon Auftakt geglückt. So, jetzt kommt Rico Freimuth. Boah, packt das im zweiten. So. Damit ist gleich wieder Dominik Distelberger an der Reihe.
Hallo liebe Reitathletik-Fans, mein Name ist Luke Vetter. Der nächste Event ist Jeffrey. Die Brutalität des Zehnkämpfers. Du machst 7 Bestleistungen, du kannst auch 7-mal Weltrekord machen und dann kommt der Stabhochsprung, du machst gar nichts. Der 8000er hängt an einem 4,66 Meter hohen Faden. Aus Kunststoff. Ja. Ja, das war aber das ist zweimal auch deutlich. Es war nicht einmal knapp. Der erste war so ein bisschen Timing schlecht, der zweite war komplett vermurkst. Weiße Fahne, bahnfrei jetzt für Dominik Distelberger. Jetzt darf er nicht patzen. Jetzt ist er völlig unter Zugzwang. Jetzt kann er alle Unterstützung brauchen. Jetzt muss es funktionieren. Komm jetzt. Wow. Jawohl! Bravo, Dominik Distelberger. Da fällt ihm ja aber ein Riesengranitfelsen vom Herz. So war das hier nicht geplant. 5.000-6.000 Fans hier im Stadion ist für einen Moment der Atem gestockt und dann zeigt er im dritten Versuch, was er hier in diesem Bewerb wirklich drauf hat. Kleiner Patzer hier beim Einstehen. Einmal, dass der Anlauf nicht passt und dann sind die 8.000 weg. Und jetzt schaut es aber richtig gut aus. Er hat zwar noch Luft nach oben und er hat jetzt natürlich neue Versuche. Aber das ist die letzte schwierige Hürde gewesen. Denn ein Nuller im Speerwerfen ist unmöglich. Über die 1500 Meter muss man auch nur laufen, unter Anführungszeichen. Also ein Ergebnis, ein Score ohne Nuller ist ihm garantiert. Jetzt sind die 8000 wirklich zum Abholen bereit. Jetzt heißt es dann Luft verschaffen mit den nächsten Versuchen. So. Der eine Sprung war mehr als 800 Punkte wert. Ja. Weißt du, was 8000 Punkte wert, der Sprung? Ja. Felipe dos Santos. Ja. 4,16, auch im ersten. Macht das völlig richtig. Hat gelernt vielleicht, gleich aus seinem Fehler im Diskus werfen. Am Anfang muss man nochmal anschreiben, den Wettkampf finden und gegen Ende möglichst kräfteschonend das Maximum aus sich herausholen. Also, die Österreicher schon eingestiegen. Guter erster Versuch, Dominik Sidlacek. Und Herzschmerzpartie bei Dominik Distelberger. Der aber hier auch in einem dritten Versuch gezeigt hat, was er alles eigentlich zugelegt hat. Nicht nur qualitativ in den einzelnen Ergebnissen, auch vom Nervenkostüm her. Das war der erste Wackler von Distelberger im Bewerb, aber er hat diese höllisch schwierige Aufgabe bravourös gemeistert. Dominik Sidlacek, 4,16 Meter. Jawohl. Kamerad Dominik Sidlacek, 4,16 Meter jetzt schon überquert. Momentan Österreich-Zeit beim Stabhochsprung. Wiederholung, Dominik Sidlacek, ganz deutlich über 4,16 Meter. Und drüben warten wir wieder auf Dominik Distelberger. Ja, das ist ein bisschen geschreckt hier, die 4,66. Dominik Distelberger denkt ja nicht daran, jetzt noch irgendeine Höhe auszulassen. Das ist Matthias Prey aus Deutschland. Auf ihn 4,16 Meter. Ups, erster Versuch. Matthias Prey, ein erster Fehlversuch bei 4,16 Meter. Einstiegshöhe beim Deutschen.
So, gleich wieder Dominik Distelberger, der hier gleich ordentlich drankommt zu Beginn dieses Stabhochspringens. 4 Meter und 76, das wäre jetzt schon ganz fein. Jetzt könnte er den 8000er von den Punkten her absichern. Ah. Aber der Versuch war nicht schlecht. Bereits bei der Aufwärtsbewegung. Sie sehen es jetzt hier. Der Hüfte. Nico Freimuth, der Nächste. Und Ashley Bryant auf Anlage B bei 4,16 Meter. Der steigt jetzt. Könnte schon noch gehen. Dominik Distelberger. Er wird, so viel steht fest, auch nach 7 Bewerben deutlich über seinem Durchgangswert bleiben. Im Augenblick Vorsprung von 139 Punkten auf seine 7,872. Das macht 8.011 Punkte, wenn er dann im Speerwerfen und im 1500er das bringt, was er schon gehabt hat bei seinem bisher besten Zehnkampf. Jan Siert, sein Physiotherapeut. Nico Freimuth, 4,76 Meter. Hoffentlich nur eine Vorsichtsmaßnahme. Freimuth, 4,76. Ja, da muss vieles passen beim Stabhochsprung. Da gibt es viele Möglichkeiten, dass irgendein Faktor nicht optimal läuft. Also wenn ich so mal auf die Liste schaue, dann haben Trey Hardy und Thomas van der Platzen vorerst jenseits der 5 Meter einzusteigen, mal vorerst auf 5,06 genannt, können Sie korrigieren. Kasmirek wird auch bei 4,76 einsteigen. Helzelet hat schon 4,56 übersprungen und springt jetzt auch die 4,76. Null, das ist die Anweisung für das Kampfgericht beim Stabhochspringen. Da wird die Anlage, nämlich die Stange, genau auf die Nullposition geschoben. Die Athleten haben die Möglichkeit, sie 40 cm näher zu sich oder 40 cm näher sind zur Matte schieben zu lassen. Helzelet. Er jetzt mit einem ersten Feldsprung. Philipp Wittfeld, der Nächste, Anlage A. Wir haben eine neue Führende im Speerwurf. Jana Maximova hat sich mit 42 Meter an die Spitze gesetzt und wurde jetzt eben überholt von Jorgelis Rodriguez mit 43,63 Meter. Marjolein Lindemans aus Belgien hat sich leider abgemeldet. Und tja, da hilft man überall mit, wenn es auch mit der Startnummer nicht klappt. Auch da schnell Abhilfe geschaffen. Pelle Rietveld. Er schon eine gültige Höhe, 4,66. Und das ist Ashley Bryant aus Großbritannien. 4,16 Meter. Und ein guter Sprung von Ashley Bryant. 4,16 Meter, 4,76 Meter jetzt. Pelle Rietveld, der Niederländer. Und Churchill, die große Panther, hat sich an die Spitze gesetzt des Feldes mit 45,36 Meter. Dieter Markussen als Nächster. Ja.
So, ungültiger Versuch von Rittfeld. Jonas Fringeli. Der Schweizer Fringeli auf 4,16 Meter. Sehr elegant über 4,16 Meter. Der Obligat bekannt eigentlich, dass hier die guten 5 Meter springen und höher. Und wenn ich einmal zurückkommen darf, dass 10 Zentimeter 30 Punkte sind, dann können Sie sich das ausrechnen. 4,30 oder 5,30 springt, das sind dann schlappe 300 Punkte. Der nächste bei 4,76 Meter. Und nächste Sperrwerferin Claudia Raff. Matthias Frey. 4,16 Meter. John Lane auf 4,76 Meter. Er hat jetzt bei 4,76 Meter den zweiten Sprung nach 4,56 Meter, die er im ersten Versuch gesprungen hat. Claudia Rath bei 38,10 Meter und die zweiten Versuche werden begonnen mit Cindy Rolleder. Ah, ups, macht fast die Stange oben kaputt. John Lane, beste Ergebnis hier in Götzis Erkinol, in dem Jahr, in dem er Olympiasieger geworden ist, 2000. 5 Meter und 55 hat er damals hier erzielt. Dann gab es 2 Jahre später einen Alexander Jurkov aus der Ukraine, 5,40 Meter, wie Paul Terek aus den USA. Elko St. Nikolas ist hier schon einmal 5,36 Meter gesprungen. Und den Weltrekord im Rahmen eines Zehnkampfes, den hält der deutsche Tim Lobinger, 5,76. Das ist natürlich ein gelernter, oder war ein gelernter Stabhochsprung-Spezialist aus Deutschland, wie er hier, Matthias Brey. Lobinger hat damals 5,76 geschafft. Das ist eben das Bequeme hier in Götzis. Da geht man dann gleich zurück zum eigenen Trainer. Der steht da gleich hinter der Bande, hat alles genau gesehen. Eine große Vidi-Wall gibt es ja auch im Stadion. Jetzt greift Kai Kasmirek ins Geschehen ein. 4,76 Meter. Ja. Angeschrieben die Pleite aus dem Vorjahr damit auch vergessen gemacht, als er bei 4,56 und schwierigsten Verhältnissen 3 Fehlversuche abgeliefert hat. Aber hier kommt mit viel Speed im Anlauf daher. Der erste, der diese Höhe gesprungen hat, der zweite Versuch jetzt für Dominik Distelberger. So, damit gehen jetzt die zweiten Versuche los bei 4,76. Und der erste ist wieder an der Reihe, Dominik Distelberger. Zuvor noch sich aus Felipe Santos auf 4,26. Santos auf Anlage 2. Wie gesagt, 4,40 schon einmal in der Halle gesprungen. Und jetzt Dominik Distelberger bittet um Unterstützung. Und jetzt Distelberger. Ganz knapp. Hauchdünn hat das hier nicht geschafft. Ganz wichtig für seinen über 8000 Punkte. Ja, das ist sehr, sehr schade. Diese 10 cm mehr packen würde, das wären eben genau 30 Punkte mehr. Umgerechnet könnte er sich so wieder 2 Punkte weniger dann im Speerwerfen leisten. Eigentlich ein guter Sprung. Oder was dann noch entscheidender ist,
30 Punkte sind in etwa 4 Sekunden, die man langsamer laufen könnte über die 1500 Meter. Dominik Sidlacek nähert sich seiner bisherigen Bestmarke im Rahmen eines Zehnkampfs. 4:30 ist er dort schon gesprungen. Jetzt liegt er mal 4:26 auf. Ja, der erste Fehlversuch, das kam durchaus passiert. War der erste Fehlversuch von Sidlacek. Vielleicht ein ganz guter Vergleich. Beide sind ja in Salzburg vergangenes Wochenende bei dem sozusagen Dreikampf-Generalproben-Meeting, das sieben anwesende Zehnkämpfer bestritten haben, angetreten. Dominik Dieselberger hat das gewonnen mit einer Höhe von 4,80 Meter im ersten Versuch. Hat dann sogar die 5 Meter in Angriff genommen. Und Dominik Sidlacek übrigens 4,10 Meter damals als übersprungene Höhe. Also jetzt schon ein Stück drüber, Gott sei Dank. Aber es war schon ein ordentliches Wabong-Spiel von Dieselberger. Ich hoffe nicht, dass es ein bisschen was mit muskulären Geschichten auch zu tun haben könnte. Dass er hier fast genötigt sein könnte, zu riskieren. Matthias Brey. Meter und 26. Todesstrom, 4,26 Meter überquert. Jetzt auf der anderen Seite auf Anlage 1. Hetzelet. Adam Sebastian Hetzelet. 2. Versuch für den Tschechen Hetzelet, der sich nach 7 Bewerben auf Platz 10 hält. Der schafft das jetzt, wackelt ein bisschen, aber ja, im zweiten Versuch übersprungen. 76, Adam Sebastian Hetzelet, der nächste auf Anlage B, Jonas Bringelich. Bringeli über 4,26. Jetzt auch für den Schweizer. Billy Riedfeld, 2. Versuch bei 4,76 Meter. Dann Pelle Riedfeld, dann John Lane und dann ist schon wieder Dominik Dieselberger an der Reihe. War ein guter Versuch, das war ein richtig starker Versuch. Von Pelle Riedfeld. Toller Sprung von Pelle Riedfeld. Der schon einmal 5,10 Meter überquert hat. Stabhochspringer. Dos Santos jetzt, Felipe Dos Santos. Felipe Dos Santos. Ja, 2. Fehlversuch für ihn. Einen Sprung hat er noch, der Brasilianer. Gut daran getan, hier frühzeitig einzusteigen. 76, 2. Stab hochspringen gilt natürlich auch in der Leichtathletik als der technisch schwierigste Bewerb, als die technisch schwierigste, anspruchsvollste Disziplin. John Lane. Ah, war er eigentlich schon drüber. 3 persönliche Bestleistungen bisher für den Briten. 100 Meter Sprint 10,71, Weitsprung 7,34, Hürdensprint 14,43. Diskus stark, besser als je zuvor in einem Zehnkampf mit 41 Meter. Aber 5,13 im Stab hochspringen. Also für Lane wäre das schon eine harte Aufgabe. So, jetzt die beiden Österreicher hintereinander.
zweiter Versuch von Sidlacek über 4,26 und dann der dritte von Disselberger über 4,76. Zu nah dran, auch das ungültig. So, und damit gilt die ganze Aufmerksamkeit dann gleich wieder Dominik Disselberger. Ja, was wir so hören aus seinem Umfeld von unten, er dürfte sich schon langsam seiner Situation bewusst werden mit den 8000 Punkten. Er dürfte sehr nervös sein im Moment. Sie hat ein bisschen. Umso wichtiger, dass er da den letzten Versuch so konzentriert abgewickelt hat über die 466. Aber es ist jetzt schon eine belastende Situation. Natürlich, leichter gesagt als getan. 4,76 wäre wunderbar. Dritter, letzter Versuch. Er schafft's wieder. Hat der Kerl Nerven. Boah. Hat ein bisschen so ein Biorhythmus-Wellental am heutigen zweiten Tag, Dominik Disselberger. Anfangshöhe im dritten Versuch, auch die 4,76 im dritten Versuch. Dass er wirklich heute jawohl beknackt. Wir wünschen es ihm auf jeden Fall und gehen gleich rüber zu Dos Santos. Ja, dramatische Geschichte. Aber er sorgt hier natürlich dann auch für zusätzliche Spannung für Pep im Zuschauerbereich. Dos Felipe Dos Santos ist ausgeschieden. 4,16 Meter kommen für ihn in die Wertung. Und Rico Freimuth jetzt zuerst noch auf Anlage 1. Auch er hat seinen dritten Versuch jetzt bei 4,76 Meter. Er bitte soll es Dominik Disselberger nachmachen. Jetzt. Ja genau, jetzt kommen Freimuth und dann Lane. Freimuth, Rico Freimuth, auch dritter Versuch. Er schafft es auch. Ja, technisch sieht das nicht ganz so sauber ja, aus, lebt hier Rico mehr Freimuth von der Explosivität. Auch er bleibt mit dabei. Jetzt ein bisschen seitlich über die Latte, das ist alles andere als sauber, aber es war erfolgreich. Hat zum Ziel geführt, auch er bleibt hier im Bewerb. Dritter und letzter Versuch für Dominik Sidlacek, 4,26, die wären jetzt schon noch wichtig. Von der Höhe her hat das allemal drauf. Und er schafft es auch. Super, jawohl, wunderbar. Also die Österreicher nicht nur stark von den Leistungen her in Summe, sondern dann auch erfolgreich im Bewältigen der ganz großen Stressmomente. Der nächste Anlage A bei 4,60 Meter. John Lane. Oh, jetzt sind sie ganz gut in Schutz gekommen, hat ein bisschen gedauert, John Lane. Deutlich übersprungen, diese 4,76 Meter. Wir haben jetzt eine neue Sprunghöhe, 4,86 Meter. Gehen rüber zu Anlage B. Dort ebenfalls neue Sprunghöhe. So, jetzt geht es wieder rauf, links und rechts jeweils um 10 cm. 4,86 Meter auf Anlage A, 4,36 Meter auf Anlage B. Wir haben noch keinen Ausgeschiedenen in der guten Anlage, auf der guten Anlage, Trey Hardy und Van der Platzen. Ja, da kommt es schnell wieder zum Fotostudium. Da wird also der erste sein, Dominik. Paar Schüsse gemacht. Da kann man gleich schauen, ob das so irgendwie auch aussieht, wie es aussehen sollte. Österreichisches Barlaufen. Im Augenblick sind drei Athleten noch nicht eingestiegen, nämlich Trey Hardy, Bastien Osei und Thomas van der Platzen. Die lassen noch aus, die werden sich erst ein bisschen später dazu gesellen. Und auf Anlage 2, da gibt es auch noch einige, die erst einsteigen werden. Bryant, nein, der ist schon gesprungen. Peter Braun
Brent Newdick, Simon Walter, Jordani Garcia und Romain Martin. Alle noch nicht dran. So hoch ist er bei einem Zehnkampf noch nie gesprungen. So, gleich wieder an der Reihe. Dominik Sidlacek. 4,36 Meter liegen jetzt für ihn auf. Das wären schon mal 6 cm mehr als in seinem Zehnkampf. Seinem besten, also 7.135 Zähler absolviert hat. Na, der war's noch nicht. Im ersten Sprung hat's nicht geklappt. Jetzt schauen wir auf Dominik Istenberger und er bietet wieder Unterstützung. 4,86 Meter, das würde eine Verbesserung gegenüber seinem bisher besten Zehnkampf bedeuten. Dominik Istenberger ist wieder an der Reihe. 4,86 Meter. So hoch wäre er noch nie gesprungen in einem Zehnkampf. Ist er noch nie gesprungen? Vielleicht klappt es jetzt einmal gleich im ersten. Ja, genau! Noch einmal 30 Punkte drauf. Ich glaube, jetzt können wir uns entspannen. Oder er sich, ja, besser gesagt. Und sein Betreuerteam. Jetzt schaut es richtig gut aus, Didi. Jetzt ein bisschen was Speerwerfen. Da ist er kein Krösus. Er hat Gregor Högler hier dabei. Damit die beste Höhe, die er je bei. Aber es ist auch schön zu sehen, dass sich das ja relativ kleine, feine österreichische Mehrkampfteam hier mal erstens mit zwei Leuten präsentiert und da gleich auch als Betreuerpaket mehr oder weniger zusammenhilft. Da geht auch ein bisschen was weiter. Ja, so soll das funktionieren. Da ist auch der Präsident gleich, der hier gratuliert. Jetzt ist es schon wieder mehr, als es planen soll. Freimut. Hauchdünn. Das war aber jetzt Rico Freimut. So, bevor ihr die nächsten Versuche geht, vielleicht mal ganz kurz Thema Preisgeld angesprochen. In Götzis gibt ja kein Startgeld, aber Preisgeld. Sieger im Zehnkampf bekommt zum Beispiel 15.000 Euro, der zweite 11.000, der dritte 7.500. Das Ganze geht runter bis zu Rang 10. Im Augenblick hält Distelberger Rang 5 inne, wäre nochmal 4.500 Euro an Preisgeld für ihn von der Platzierung her. Und dann gibt es zum Beispiel je nach Punkten auch noch Bonuspreisgelder, 8.100 Punkte, zum Beispiel gibt es 750 Euro mehr. Für 8.500 gibt es nochmal 2.500 und. Also jede 100 Punkte mehr gibt ein bisschen mehr in die Kassa. Wettrekord steht nicht zur Diskussion, wäre 50.000 Euro wert, Stadionrekord 20.000. Der wäre dann gleichbedeutend mit einem Europarekord. Der gibt dann wieder 30.000. Dann gibt es noch Siege in den Einzelbewerben. Dafür gibt es Goldmünzen und das beste Ergebnis von den Punkten her wird mit 1.000 Euro extra belohnt. Da ist das Stabhochspringen durchaus ein Kandidat. Vorläufig hat der Trey Hardy aber mit seiner Hürdenleistung von 13,69 die Nase vorn. Das ist 1.015 Punkte wert gewesen und vielleicht auch 1.000 Euro. Aber man muss ein bisschen warten. Das Ganze zählt auch hier in Götzis zur World Combined Challenge. Gibt es 5 Wettkämpfe. Florenz war schon. Jetzt Götzis, dann noch Gladen, Ratingen und Talence. Und dann gibt es auch noch mal Gesamtwertungspreisgelder. Ashley Bryant, erster Versuch. 4,36. Gleich geschafft. Dominik Distelberger hat ein bisschen Luft verschafft. Jetzt kann er mal ein wenig durchatmen. Jetzt hat er einmal vorgelegt und jetzt müssen die anderen einmal schauen, wie sie danach kommen. Übrigens, sehr erster Versuch für den Franzosen, gleich gepackt. Wenn man so schnuckelig hier Preisgelder ausschütten kann.
braucht man natürlich auch ein entsprechendes Budget beim Meeting hier. Das Ganze ist mittlerweile angewachsen auf 480.000 Euro für die zwei Tage. Ist alles mit dabei natürlich, alles was man für die Athleten benötigt. Für Fliegerübernachtungen 488.000 sind es ganz genau. Der Sprung vom Niederländer. Der nächste Billy Liedfeld jetzt. 4,86 Meter liegt die Latte nach dem Vorfahrenlage 1. 40 Minuten alt mittlerweile, das Stabhochspringen. Und hat schon in puncto Dramaturgie einiges zu bieten gehabt. Jetzt einmal kurz durchatmen. Ja, Damen-Speerwurf beginnt in Kürze. Ein bisschen dauert es noch. Die Gruppe B hat schon geworfen, ohne besondere Vorkommnisse. Die wirklich entscheidende Phase beginnt dann offiziell um 14.15 Uhr mit der Gruppe A. Da geht es dann wohl auch schon in Richtung Vorentscheidung im vorletzten Bewerb. Auch Brandon Unick steigt hier gut ein. Das war seine Anfangshöhe. Der nächste bei 4,86 Meter, John Lake. Oh, was die Spannungselemente angeht, Kai Kasmirek hat als erster Verfolger auch mit guten 4,76 mit einem tollen Sprung eröffnet. Trey Hardy wartet noch. Das ist natürlich auch, das ist auch ein Signal, klare Botschaft. Vielleicht hat es ja doch auch im Lager der Deutschen so ein bisschen die sportliche Hoffnung gegeben, ja, möglicherweise die 2 Jahre Pause. Trey Hardy so ganz im Vollbesitz seiner Topform ist er nicht. Stabhochsprung wird auch immer schwierig, aber er hat hier eigentlich im zweiten Tag nochmal richtig zulegen können. Der Weltmeister von 2009 und 2011 und lässt sich noch Zeit. Fringe ließ erster Versuch über 4,36 ungültig. Der Versuch des Schweizers, der nächste wird sein Teamkollege Simon Walter sein. Anlage A, der nächste, Rico. Es gibt hier zum Stadion herein auch einen herrlichen Walk of Fame. Großen Hollywood-artigen Sternen, die aufgeklebt sind. Auf dem Beton sieht man auch die Sieger über all die Jahre. Bisherigen Sieger beim Meeting seit 1975. Rico Freimuths zweiter Versuch über 4,86. Also technisch ist das wow. Free Jazz, was der da macht. Er schafft es nicht, sich rechtzeitig in der Luft zu drehen, um dann wirklich mit dem Bauch zur Latte schlussendlich drüber zu gehen. Achten Sie mal drauf, jetzt müsste er sich schon gedreht haben, sondern das ist Simon Walter, erster Sprung, Anfangshöhe, 4,36 Meter. Genau, mit dem anderen Körperteil rum. Simon Walter eröffnet seinen Stabhochsprungbewerb mit 4,36 Meter im ersten Versuch. Im Sperrwurf der Frauengruppe B ist diese Disziplin jetzt beendet. Es führt in der Gruppe B Ida Markusen mit 45,98 Meter. Zweite Georgi Schiwotski-Farkas, 45,36 Meter. Dritte Jana Maximowa, 45,15 Meter. Vierte Valerie Regel mit einer neuen persönlichen Bestleistung von 44 Meter. Dominik Sidlacek aus Wien. Beginnt ihr Sperrwurf dann um 14.15 Uhr. So, die 4,36, die wären jetzt natürlich klasse. Das wäre dann auch schon wieder ein Stück mehr, als er schon gehabt hat. Ja, das war ein Supersprung. Das war erstklassig. Da hat er jetzt erstmals andeuten können, wie hoch es hier noch für ihn hinausgehen könnte. 4,36. Sind schon wieder 18 Punkte mehr als bei seinem besten Zehnkampf.
Also das Auftreten der Österreicher wieder wirklich hoch erfreulich. Letzelet. Auch für ihn bleibt, wie für Rico Freimuth, noch ein Sprung. Der nächste wird John Lane sein. Jetzt Matthias Frey. Zweiter Versuch schon für Matthias Frey über 4,36. Deutsche liegt ja im Augenblick auf Position 8. Der ist noch etwas sehr unterschiedlich von seinen Leistungen her, Frey. Zum Beispiel schon 7,88 Meter im Weitsprung einmal erzielt. Über 50 Meter Diskus, aber nur 4,50 mit dem Stab. Nur 11,19 über 100 Meter, nur 1,88 im Hochsprung. Lane. Sauberer Sprung, wollte ich schon sagen. Das war es auch technisch, aber war nicht hoch. Der dreht sich schön drüber, ist eigentlich schon drüber. Aber für ihn ist sozusagen der ganze Stangenapparat ein bisschen zu weit weg gewesen, also zu nah Richtung Matte geschoben. Das darf man sich zwar aussuchen und ist auch bestimmt richtig eingestellt gewesen, sondern es war dann so ein kleiner Timingfehler im Sprung selber. Zweiter Versuch, 4,36 Meter. Ringeli, sauber, 4,36. Der hat geklappt. Schöner Sprung von ihm. Rico Freimuth, Damen hat jetzt dritter Versuch über 4,86 Meter. So, schon der dritte, letzte Versuch für Rico Freimuth. 4,86 nach wie vor die Höhe und diesmal schafft er's. Ja, liegt natürlich auf Position 3 nach 7 Bewerben. Ich glaube, Hochspringer nicht ganz so seine Qualität. Im Speerwerfen hat er eine Riesenstreuung. Irgendwo zwischen 56 und 65. Das waren bisher 4,90 Meter. Matthias Frey. Aber Freimuth ist voll dabei im Kampf hier um einen Podestplatz. Ja, Matthias Frey, damit bleibt es bei 4,26 Meter für die Zehnkampfwertung. Der nächste ist dann Dominik Sitercheck bei 4,96 Meter aus Sprunghöhe. Jetzt Adam Sebastian Hetzele, dritter, letzter Sprung bei 4,86. Hetzelet, auch für ihn letzter Versuch schon über 4,86. Und er ist draußen. Der Tscheche ist draußen. Muss das da Stabhochspringen schon beenden. 4,76 kommen in die Wertung. Für die Zehnkampfwertung. Auf dieser Höhe noch ein Springer, John Lane. Dritter und letzter Versuch. Einer noch, dann geht's hoch Richtung 4,96. Und Sidlacek.
4,46 Meter, jetzt aufgelegt auf seine Anlage. Er eröffnet sozusagen. 4,86 Meter, der letzte Sprung bei dieser Höhe. Er liegt an sechster Stelle nach diesem Also er packt im dritten. John Lane, 4,86, bleibt hier im Bewerb. Fein gemacht. Und danach 4,96. Schnell einmal hinunter zu einem ersten Interview bei Andreas. Deswegen ist das Problem. Ja. Passt eigentlich alles, ja. Dankeschön. Sidlacek, 4,46. Das ist ein erster Versuch, aber so vielversprechend wie der zweite über 4,36 ausgesehen hat, muss man sagen, auch das möglich. Durchaus im Bereich des Möglichen, auch diese Höhe für Dominik Sidlacek. Also, da haben wir schon kurz gehört von Herwig Grünsteidl, was die Detailprobleme da sein können. Ach, rechte Schulter spielt nicht ganz mit, und wenn man dann durchzieht, dann wird die Landung etwas heftiger und darum geht das nicht. Aber auch das natürlich eine besondere Qualität, eine wichtige Qualität im Zehnkampf, dass man solche Probleme schnell versucht abzustellen oder das auch gelingt teilweise. Wenn dann nicht gleich im nächsten Versuch, dann halt eben im übernächsten, sprich im dritten. Und das hat Dominik Dieselberger schon zweimal bestens hinbekommen. So, und jetzt macht er sich schon wieder bereit, dann in Kürze für die nächste Höhe. Zuvor aber noch Ashley Bryant. Schöner Versuch des Briten, der auch noch ordentlich Luft nach oben hat. So, 4,96 für Dominik Distelberger. So hoch ist er überhaupt noch nie gesprungen. 4,93 Meter einmal in der Halle, aber nicht im Freien. Heute hier in Götzes wäre das ein idealer Zeitpunkt. Ah, nicht schlecht. Und diesmal hat es ihn auch nicht verzogen von der Richtung her. Also da war technisch einiges in Ordnung. Bisschen zu flach. Der Einstich nach oben. Vita Braun aus den Niederlanden versucht sich bei 4,46. Ja, das sind dann die ärgerlichen Versuche. Im Prinzip ist er klar drüber. Im Prinzip ist die Aufgabe schon erledigt. Und dann liegt man unten und neben einem die Latte. Ja. Gruppe A, Rico Freiwoth, 4,96 Meter. Erster Sprung. Rico Freiwoth, auch 4,96 für ihn. Gruppe B, Brent Judith, 4,46 Meter. Ja,
ist auch nicht jedermanns Sache, jetzt, um sich nach jedem Sprung alles an Informationen abzuholen, aber das funktioniert bestens. Distelberger und Grünsteidl-Njudik mit einem Fehlversuch, einem ersten über 4,46 Meter. Günther Jakob, bitte schnell zur Siegerehrung im Mitteldurchgang. Bei den 4,96 auf Anlage A hätte dann auch eigentlich wieder Kai Kasmirek sich angemeldet. Dagegen macht Trey Hardy noch keinerlei Anstalten. Pelle Rietveld. Ja, bei der Höhe, da wird es dann auch schon ein bisschen Spreu vom Weizen. Keiner ausgeschieden auf Anlage A. Auch Fringeli schafft das auf Anlage B. Mit Prey und Santos auch erst zwei Ausfälle auf der Anlage B. Das kann noch dauern. 19 waren es, zwei sind draußen. 17 Zehnkämpfer noch im Bewerb. Ein paar von ihnen haben noch gar nicht eingegriffen, wie zum Beispiel Jordani Garcia, der sich demnächst hier über Anlage B müht. Und Kai Kasmirek hat sich auch schon wieder das Trainingsleiberl ausgezogen, wippt links noch neben John Lane. Ist als nächster dann an der Reihe, zuvor aber der Brite. Auf dem zweiten Platz, Leonie Lusnik, 2 Minuten 16,92. Ja! Und die schnellste Rundfahrterin, guter Sprung. Eva Meyer, 2 Minuten 12,94. Unser fleißiger Helfer Thomas Weisch hat gerade festgestellt, dass Trey Hardy mit dem Mittagessen fertig ist. Was hat es gegeben? Flugente hoffentlich. Ja, Jordani Garcia beginnt hier mal mit einem Fehlversuch. Das sind 4,46 Meter. Oh, und Kai Kasmirek, der unterstreicht ja auch mit seinem zweiten Sprung, was der drauf hat. Aktuell die klare Nummer 1 im deutschen Team. 4,96, mühelos, aber Lavionie-Style, ja, so genau. Gummimann. Sehr dynamisch. Und da oben in der Luft explodiert er förmlich. Auf dem zweiten Platz, Janis Hug, 2 Minuten 09,92 Sekunden. Dominik Sidlacek. 4,30 im besten Zehnkampf. 4,36 hat er schon. 4,46 sein zweiter Versuch. Hat er wieder ordentliche Streuung drinnen. Jetzt einfach so über 4,36 da geglückt, der war so gut, so vielversprechend, und die ersten beiden jetzt über 4,46, die zeigen auch, dass es da schon noch Stabilitätsdefizite gibt. Jetzt aber Distelbergers zweiter über die 4,96. Ganz andere Situation jetzt wieder, hat alles schon erledigt, was eigentlich zu erwarten war von ihm, und zwar nach oben hin schon erwartet. Jetzt liegt die Latte auf persönlicher Bestleistung. Ah, wieder ein guter Versuch, gar nicht schlecht, aber
reißt die Stange schon beim Hinaufsteigen. Wir kommen jetzt zur Siegerehrung der Schülerinnen von 12. Auch sie sind 600 Meter gelaufen und bitten auf Protest Anja Balakowitz, 2 Minuten 08,69. So, einmal geht's noch. Auf den zweiten Platz Anna Winter, 2 Minuten 06,84. Und die schnellste Montfort-Playin 2014 12. Pia Drexel, 2 Minuten 06,74. Herzliche Gratulation. Oh, auch sehr explosiv. Dollarsprung über 4,46 Meter. War erst sein dritter Sprung in der Konkurrenz. Die Latte liegt bei 4,96. Zweiter Sprung. Freimuth. Ein bisschen was auch von Kung Fu tritt in 5 Meter Höhe. Aber 600 Meter, Schüler von 12. Das ist nun mal so funktionabel und so einstudiert. Man muss sich ja das Training aufteilen durch 10 jede Disziplin. Der kann jetzt nicht hergehen und so lange Stab herumdoktern, bis es vielleicht doch einmal klappt, sich sauber über die Stange zu drehen. Man muss ihm natürlich zugutehalten, so wie er springt, sind Höhen so um 94, 5 Meter, absolut exquisit. Und da kann man sich vielleicht anderen Problemzonen mehr widmen. Brent Newlich macht hier einen zweiten Fehlversuch über 4,46. So, Anlage A, der nächste. Billy Riedfeld, zweiter Sprung, 4,96 Meter. Feld, da schafft es auch knapp nichts. Auch er muss einen dritten Versuch absolvieren und darum ist dann der nächste schon wieder Dominik Distelberger. Elko sind Nikolas. Nicht fit genug für einen Zehnkampf in Götzis. Und hier hat er immer seine Paradedisziplin gehabt, seine Solo-Show abliefern können. Garcias Zweiter. Au, oh, wieder gerissen. Und damit wackelt auch der Kubaner. Liegt an der vierten Stelle nach 7 Bewerben und hat im Augenblick keinen gültigen Sprung stehen. 54,41. Herzlichen Glückwunsch den schnellen und schnellsten Motorradrennen. Ja, wir schauen wieder rüber. So, damit Dominik Distelberger. Kurzes Zwischenergebnis vom Gesamtscore. Nach 8 Bewerben hat Distelberger schon fix, weil er hatte schon was stehen im Stabhochspringen, 6.704 Zähler. Bei seinem besten Zehnkampf waren es 6.504, also exakt 200 Punkte. Die Differenz 200 Punkte hat er schon mehr auf dem Konto. Macht im Augenblick addiert 8.072 Zähler. Wenn er diese Höhe packen würde, dann ist die nächste Rubrik schon 8.1. die wir uns vornehmen müssen. Letzter Versuch, 4,96, Dominik Distelberger. Der geht nicht mehr, der geht nicht mehr, das war heute noch zu viel. Ja, war intensiver Wettkampf, hat einige springen müssen, aber mit 4,86 hier auch wieder ein erstklassiges Ergebnis, so gut wie noch nie im Rahmen eines Zehnkampfs. Das hat er jetzt in allen Bewerben geschafft, mit Ausnahme des 100-Meter-Laufs. Dort haben ihm 300stel gefehlt. Und diesmal hat er es richtig spannend gemacht, hat sozusagen auch was getan für den Nervenkitzel beim Publikum, für die Unterhaltung.
Anfangshöhe im dritten Versuch, zweite Höhe im dritten Versuch und dann ein starker 4,86er. Und der ist schlussendlich auch in die Wertung gekommen. Dominik Sidlacek, auch für ihn schon. Letzte Möglichkeit, hier noch weiter Punkte gut zu machen. 4 Meter und 46. Nein, geht auch nicht mehr. 4,36 kommen in die Wertung. Aber ähnlich wie bei Distelberger, auch besser als je zuvor in einem Zehnkampf. Damit jetzt auch ein bisschen Luft hier auszuruhen. Und auch Freimuth bleibt hier bei 4,96 auf der Strecke, muss sich mit 4,86 Meter begnügen, aber das ist absolut im Bereich 4,90 seine Bestleistung, das kann sich sehen lassen. Und wir bitten auch zum besten drittplatzierten Daniel Bertschler, 1 Minute 43,87 hat er gebraucht für die 600 Meter. So, die Österreicher haben jetzt also das Stabhochspringen beendet, Bewerb Nummer 8. Wie gesagt, Distelberger liegt exakt 200 Punkte über seiner Durchgangsleistung und bei Dominik Sidlacek sind es 199, die er drüber liegt. Damit sind die beiden im Vergleich zu ihren bisherigen Ergebnissen die Besten im gesamten Zehnkampffeld. Und sie haben für den Speerwurf den besten österreichischen Speerwerfer aller Zeiten, wahrscheinlich auch den besten Trainer des Landes, an ihrer Seite. So schaut's aus. Da kommt Gregor Högler ins Spiel. Und da mag man bei der Intensität von Gregor mag man schon gar nicht schlecht werfen, um sich hinterher was zu ersparen, akustisch. Das sind keine Künstler, unsere beiden Zehnkämpfer mit dem Speer. 43,73 Meter für Sidlacek, 55,61 für Distelberger. Vielleicht geht heute mehr. Pelle Rittfeld, er schafft es über 4,96 Meter und bleibt im Bewerb. Und er freut sich jetzt, dass er weitermachen kann beim Stabhochsprungbewerb. 4,96 Meter, dritten und letzten Versuch. David Kai Kazmierek und John Wayne sowie Pelle Rittfeld. Die Würfel 6,13 sehen Sie wieder bei 5,06 Meter. Jetzt konzentrieren wir uns auf Jordani Garcia. Dritter, letzter Versuch über die Anfangshöhe, 4,46 und jetzt schafft er's. Man weiß nie so ganz, was man von den Kubanern bekommt. Zwei fürchterliche Versuche und hier 30 cm locker Luft. Schade natürlich beim Diskuswerfen, dass es Felipe Dos Santos 5,06 legt die Stange und den da hinten. Also bevor Trey Hardy kommt, schnelles Interview unten. Danke und alles Gute für die letzten zwei Bewerbe. Thomas, möchtest du noch wen grüßen lassen, bevor Trey Hardy springt? Na, bei mir hat jetzt gerade niemand Geburtstag im Umfeld, aber es ist hier alles möglich, kein Problem. Und schön eigentlich die offenen, klaren und ehrlichen Worte von Dominik Distelberger, der hier das große Muffenshausen schlicht und einfach einräumt. Ja. Und so einfach ist es erklärt beim Einspringen, alles klasse, alles wunderbar, Anlauf passt, Absprung passt und dann zählt es wirklich und der Bammel. Trey Hardy, jetzt eröffnet er mal 5,06. Sack, aha. Das kennen wir schon. Auch er muss noch einmal versuchen. 5,06. Damit hat er ganz ähnliche Situation eigentlich wie Dominik Distelberger. Denn 5,20 seine beste Leistung im Zehnkampf. 5,30 haben wir in der Halle gesprungen. Der dürfte auch mehr wissen aus dem Training als wir. Hat hier auch keine Überstunden eingeplant. Ja. Im Normalfall bei 5,20 würde man meinen,
Ich springe mal bei 4,80, 4,76, 4,86, das je nach Tagesverfassung. Mhm. Spätestens dort steige ich einmal ein, ja, und kann dann ja die nächste Höhe auslassen. Aber da wäre es jetzt mit der Nachspeise nicht ausgegangen, wahrscheinlich, ja, beim Mittagessen. Recht herzliche Gratulation euch und euch allen Schnecken und Schnecken. Ein leichtes Sorbet hoffentlich nur. Ja, danke schön, der Vorfahrtsgarage. Ups. Die 56, Peter Braun ist drüber. Bei 5 und 6 lässt Kai Kazmirek jetzt einmal aus. Schaut sich das an, so gut waren seine Versuche bisher. Der Franzose Hossein über 5,06 als erster drüber. Das sind auch hervorragende Gerätturner. Da wird am Rettkampfbahn den Winter lang geübt. Hervorragende Turner. Schnellkräftig, Schnelligkeit ist da. Und natürlich auch der entsprechende Mund. Jonas Kringeli, der nächste jetzt auf Anlage D. Schweizer Fringeli. Ja, jetzt wieder zur Anlage A. Dort der zweite über 506, der sich an dieser Höhe jetzt versucht. Das ist der Peter Riefeld. Liegt auf fünfter Stelle. Musik bitte. Riedfeld, 506. Ja. Der hat da natürlich schon ziemlich an seinen Möglichkeiten gekratzt, den Versuchen zuvor. ...4,97 mal im Zehnkampf, 5,10 Meter seine Bestmarke. Rüber zum Frauenzehnkampf, zum Speerwurf. Ah, die Schweizer mit Anlaufschwierigkeiten im Augenblick. Fringeli wie Walter. Hallo liebe Reiter-Fans, mein Name ist Luke Vetter. The next event is definitely the media practice von Margaret Simpson mit 5590. Thank you for your support and have fun. Tschüss! John Lane auch noch mit dabei. Das war jetzt John Lane, der Feldsprung. Wir gehen rüber zur Gruppe B, zu Giordani Garcia. Da laufen die ersten Versuche. Und der Cubana Garcia. 56, jetzt klappt es auch im ersten nach dem mühsamen Auftakt bei der Anfangshöhe. Hier mit der 56 übersprungen. Jetzt steigt auch Thomas Zweite nach Peter Braun. Da gibt es aber noch einen Brian, einen Fringeli, einen Simon Walter und Romain Martin. Der Franzose ist noch gar nicht eingestiegen. Van der Platzen. Thomas van der Platzen auch dabei, erstmals wie Trey Hardy, und auch er patzt zum Auftakt. Damit also, dass die letzten beiden Wackelkandidaten,
Pascal Bärenbruch, der Deutsche, ja abgemeldet. Ein guter Start in die zweite Gruppe, im Schwerwurf. Ja, wir können vielleicht noch bei der Gruppe B bleiben, solange die Anlage A vorbereitet wird. Romain Matteu hat auch seinen ersten Sprung bei 4,56 Meter. Und Julia Mächtig wird als nächste den Schwerwurf. So, also Zitterpartie, Trey Hardy. Jetzt der nächste. Das ist schon Versuch Nummer 2. Trey Hardy 506 und Martin, der Franzose. Ah ja, der ist auf Anlage A noch nicht eingestiegen. Auch noch ohne Höhe und auch bei der Anfangshöhe ein Fehlversuch. So, Trey Hardy. 506, zweiter Versuch für den führenden Amerikaner. Ja, noch ist die Fahne nicht oben. Jetzt gibt es Weiß, erst jetzt zählt. So, schauen wir genau, was ist da passiert mit dem Knie, ist er dran. Und dann wackelt die Stange und wackelt, aber sie bleibt liegen. Der bleibt uns erhalten, Gott sei Dank. Ist natürlich gut. Trainer Johnson Thompson, mehr dazu später. Meter 51,44 für Lili Schwarzkopf. Sie hat sich damit an die Spitze gesetzt und jetzt kommt Xenia Grischan. Ja, beim Stabhochsprung warten wir auf Heli Wittwitt. Ashley Bryant mit seinem geglückten zweiten Versuch über 4,56. Und drüben Rietveld, auch zweiter Versuch, 5,06. Irgendwie hat man das Gefühl, Endstation. Der ist jetzt schon viel, viel gesprungen. Neunter Sprung bereits für Pelle Rietveld. Und hier Fringeli auch mit einem gescheiterten zweiten Versuch über 4,56. Ja, drüben wird es dann wieder ernst. Zuerst John Lane und dann nach ihm Thomas van der Platzen, der Belgier, der seine Anfangshöhe von 5,06 hier auch im ersten Versuch gerissen hat. Also da wird heuer gezockt. Das wäre sein Pokerturnier. Jeder seinen eigenen Sound, jeder kann sich das aussuchen, was er gerne hätte zur besonderen musikalischen Anfeuerung, wenn Sie so wollen. Publikum, Sound, alles wird geboten, was irgendwie im Bereich des Möglichen liegt für die Veranstalter hier beim Hypo-Meeting. Simon Walter in Trey Hardy-Manier. Übersprung über 4,56 Meter. John Lane, der nächste Erfahrung, ja. Und Anlage B. Bastien Hussein. Ja.
John Lehnert ein bisschen warten müssen. Es gibt ein paar Schwierigkeiten hier auf Anlage A. Die Anlage frei für Osel. Das Bier. Auf Anlage B geht's. Romain Martin für den Franzosen hat auch noch keine Anfangshöhe und hier ein zweiter ungültiger über 4,56 Meter. Und hier ist er erst eingestiegen. Da rutscht er weg, das ist gar nicht fein, denn die Zweiter Versuch. Ja, schafft das. Und damit ist auch er jetzt gut unterwegs in Richtung Qualifikation für die Europameisterschaft. Damit der Dritte, der diese Höhe gesprungen hat, Osel. Jonas Fringeli, sein letzter Versuch über die 4 Meter und 56. Und damit kommen 4,46 für den Schweizer in die Wertung. Es ist auch in diesem Bewerb deutlich hinter dem, was er schon geschafft hat. Das waren nämlich 4,80 Meter, seinen besten Zehnkampf. Nach dem Diskus werfen und wird natürlich jetzt durchgereicht. Aber dieser Jonas Fringeli ist dann ein exzellenter 1500-Meter-Läufer. Hier Van der Platzen. Anfangshöhe. Jetzt hat er es geschafft. Martin. Und hier liefert hier auch einen dritten Fehlversuch über seine Anfangshöhe. Und macht den klassischen Salto Nolo im Stabhochspringen und haut sich damit einen bis dato guten Wettkampf ordentlich zusammen. Wenn es so bleibt, dann gibt es ein großes Finale. Ja, super Sprung von Rittel und der Bedeutung. 4,66 Meter, Anlage B, erster Sprung, SW Breit. Nach dem Scheitern von Martin ist wieder Ashley Bryant an der Reihe. Hier 66, jetzt der Erste, der sich versucht. Ja, eigentlich ein guter Sprung von Ashley. Und Trey Hardy jetzt. Anlage A. Ja, natürlich mit 4,56 Meter schon ziemlich was herausgeholt. Und auf Anlage A liegt das Ganze jetzt schon auf 5,16 Meter. Trey Hardy, der Führende, zum ersten Mal. Ups. Da ist ein bisschen eng geworden. Da sind beinahe die Stange, die Matte ausgegangen. Und auch er mit Griffschwierigkeiten. Und das tut dann höllisch weh. Dadurch natürlich der ganze Sprung schlecht gelungen. Aber mit seinen übersprungenen 5,06 mit dieser Anfangshöhe hat er eigentlich einen Riesenschritt in Richtung zweiten Mösli-Sieg hier getan. Der Gewinner von 2011. Hat ja guten Vorsprung, aber Freimuth war stark, Verzeihung, Kasmirek war stark, da könnte er vielleicht vorbeiziehen, aber Hardy ist dann auch der deutlich bessere Sperrer. Seht der Franzose. Ja, bei 5,16, bei so einer Höhe, da muss man schon technisch ordentlich was drauf haben. Und Simon Walter. Ja, 4,66, erster Versuch für den Schweizer. Die 4,66 überquert. Verlässt uns der Kuli, der für Zürich 2014 für die Europameisterschaft hier geworben hat. Herzlichen Dank, Kuli. Du warst die schönste Kuh an diesem Tag bei uns. Und jetzt noch einen. Ja, ist doch schon relativ lange hier im Gange, dieser Stabhochsprungbewerb. In Summe jetzt 1,5 Stunden.
Und er wird noch eine ganze Zeit lang zudauern. 12. bis 17. August im Lenzigrund. Europameisterschaften der Leichtathletik. Garcia. Wir können gleich rübergehen zur Gruppe A. Zum ersten Sprung der 5.16 von Tenerife. Pelle Rietveld. 5 Meter und 16. Willst du noch einmal wissen, auch über diese Höhe? Das stimmt natürlich nicht alle Tage. Das ist schon eine ordentliche Höhe. Entschuldigung, 11 Punkte. Das ist nicht einmal eine Sekunde über die 800 Meter. Was wäre das für ein Drama zum Abschluss? Simon Walter. Stab hochspringen. Eine seiner Stärken. Schweizer hier über 4,76 Meter, weil er der Zehnkampf auch schon 94 gesprungen ist. Kein gültiger Versuch über die 5,16 Meter. Pelle Rietveld versucht sich als nächster. Zweiter Versuch, keiner hat es im ersten gepackt. Und damit nach Hardy und Osei jetzt auch Rietveld mit einem zweiten Fehlversuch. Van der Platz und John Lane. Kasmirek, die kommen noch. Ja, da die Klassier, der nächste, der Van der Sprunghöhe, 4,76 Meter. Also schön langsam nähert sich hier das Stabhochspringen auch seinem Ende. Wir haben jetzt gesehen, 6, 9 Fehlversuche in Summe über die 5,16. Maximal 9 werden noch kommen. Und Garcia. So, das müsste auf alle Fälle noch packen, die 4,76. Nein, tut er nicht. War sein erster Versuch. Dieter Braun, 4 Meter und 76. Im Schatten vieler bekannterer Namen hat sich der Niederländer mit seinen 21 Jahren mittlerweile ganz gut nach vorgearbeitet. Am ersten Tag schon sah das Plus von 110 Punkten viel schneller über die Hürden. Dann hat er geschwächelt im Diskus werfen, da haben 5 Meter gefehlt, aber mit 4,76 wieder 30 cm weiter. Erst gut an Kasmirek. Zweiter Versuch. Und er scheitert. Und das ist für ihn schon ein bisschen bitter im Blick Richtung vielleicht noch einmal Attacke auf Platz 1 auf Trey Hardy. Denn Kasmirek kann 5,20 springen. Und er hat ja die 5,06 ausgelassen. Im Klartext. Ihm fehlen da natürlich dann auch wieder 30 Punkte auf Trey Hardy. Der hat nämlich die 5,06 Meter geschafft, wenn auch mit ein bisschen Zittern die Anfangshöhe. Garcia, der war eigentlich gut. Der war eigentlich schon ziemlich prima. Auf ihm bleibt noch ein Gruppengröße Höhe. Thomas von der Platzen. Van der Platz. Der letzte mit dem zweiten Versuch. Und auch er schafft es nicht, damit alle 6 im Bewerb verbliebenen Springer dieser Anlage A bei 5,16 noch ohne gültigen Versuch. Alle müssen ihren dritten Versuch hier erfolgreich gestalten, sonst ist Bewerb Nummer 8 geschlagen. Wir können auf Anlage ableiten. Wir bleiben bei Trey Hardy und hoffen jetzt, dass in den dritten Durchgang eine Explosion glückt. Trey Hardy, dritter Versuch. Schauen wir schnell. 5,16.
Nein, geht sich nicht mehr aus für den führenden Amerikaner, der hochgepokert hat und bei dem schon bei der zweiten Höhe Endstation ist. Die 5-0-6 kommen in die Wertung. Aber damit ja, wird wohl nichts mehr mit einem Protestplatz. Ja, jetzt hat es geklappt bei Garcia. Auch beim Franzosen Endstation bei 5-16. Bastien Osei bringt 5-0-6 auch in die Wertung. Besser als in seiner besten Zehnkampf. Also kann sich sehen lassen. Franzose hat die 8000-Punkte-Marke zumindest noch in Sichtweite. Das sind die jungen Teamkolleginnen viel besser. Auch Pelle Rietveld ist draußen. Ah, da schlichtet sich das Feld jetzt von Sprung zu Sprung. Kleines Dankeschön. Das ist der Versuch für Kai Kasmirek, zugleich der letzte, wenn er es nicht schafft, auf Anlage A, denn keiner drüber über die 5-16 und Kasmirek auch nicht. Auch er schafft es nicht. John Lane hat zurückgezogen, Rietveld gescheitert, Van der Platzen. Ja, der hat noch einen Versuch, der hat noch einen. Hardy und Osei, die sind auch draußen. Das heißt, ein einziger Sprung, den wir hier noch geboten bekommen, Minimum. Oder Van der Platzen macht dann Solo weiter. Kai Kasmirek müsste ein bisschen was sein, denn er hat 5,06 ausgelassen. 4,96 kommen in die Wertung. Und 5,20 Meter waren es bei seinem Bestzirk. Garcia, 4,86. Erster Versuch. Da hat er noch ein bisschen Luft. Anlage B sind ja noch drei Springer dabei, der Schweizer Simon Walter, Peter Braun und eben hier Jordani Garcia aus Kuba. Und er schafft es, Van der Platzen schafft es. 5,16 Meter für den Belgier, der sich damit den Disziplinensieg hier sichert. Ja, danke, Thomas Platzen, herzlichen Dank für dieses Geschenk an uns. Wir bleiben noch im mit 5,16 Meter. So gut war er noch nie im Zehnkampf in einem Stabhochsprung. 5,10 Meter als Bestwert, aber er hat in einer Einzelkonkurrenz dann auch schon mal 5,35 Meter überquert. Ja, der war nach dem ersten Tag exakt punktegleich mit seiner Halbzeit-Bestmarke von der Weltmeisterschaft letzten Jahres. Ein Zehntel langsamer im Hürdensprint, 1,5 Meter weniger im Diskus, jetzt aber wieder 6 Zentimeter mehr im Stabhochsprung, Minimum, also 8,255. Das ist schon so einer, den man hier noch in den Top 5 erwarten kann. Zweite Versuche jetzt für Braun, für Walter und für Garcia. Dieser Peter Braun hat dabei mit 4,76 schon eine neue persönliche Bestleistung aufgestellt bei der Höhe zuvor. Ja, das ist dann ungültig. Sobald er hier auf die Matte springt, hat sich die Geschichte erledigt. Ein zweiter ungültiger Versuch von Peter Braun. So, Van der Platzen steht schon wieder parat, hat schon die weiße Fahne für seine nächste Höhe, für die 5,26 Meter. Er ist alleine da jetzt unterwegs und bekommt dann natürlich auch zwischen den Versuchen mehr Zeit. Der dritte hier, Hans van Alphen, ganz prächtig. Sieger von 2,12. Ja, der war nichts, der erste Versuch.
der erste Versuch. Und damit auf der anderen Anlage Gelände schon frei für Jordani Garcia. Denn Simon Walter hat einmal diesen zweiten Versuch ausgelassen oder gänzlich jetzt zurückgezogen. Lässt es gut sein mit 4,76. Das wird es wohl eher sein. Damit auch nur noch zwei Mann in der Konkurrenz auf Anlage B. Garcia. Oh, der war gut. Das könnte noch gehen. Ein Versuch bleibt ihm aber nur mehr. Von Garcia, Jordani Garcia liegt an vierter Stelle nach dem Diskuswerfen. Macht einen super Zehnkampf heute hier in Kürze zum gestern. Die Latte wird jetzt wieder aufgelegt. Wir haben noch zwei Athleten bewerben, Dieter Braun und Jordani Garcia. Simon Walter hat den Wettkampf beendet. So, zwei Möglichkeiten noch für Van der Platzen drüben. Und je ein Versuch für Braun und Garcia. Der linken Anlage. Also Minimum noch vier Sprünge, die wir erleben beim Stabhochspringen. Aber im Gesamtklassement hat sich da nicht viel geändert. Trey Hardy hält hier die Führung, hat sie ein klein wenig sogar noch ausbauen können. Auf jetzt 87 Punkte. Rico Feimuth an der dritten Stelle, auch Respektabstand zu seinem Teamkollegen. 34 Punkte zurück, dann Garcia. Van der Platzen, 5,26. Ja, noch nicht so vielversprechend ausgesehen, die beiden ersten Versuche hier. Einer bleibt ihm noch. Dann bleibt eigentlich relativ viel Zeit. Speerwerfen bei den Männern in der A-Gruppe beginnt planmäßig in 40 Minuten. Also da kann man dann schon ganz gut auswählen. Und die zweite Gruppe der Speerwerfer dann erst ab 16.45 Uhr. Die erste ab 15.35 Uhr. So, Peter Braun ist an der Reihe. Letzter Versuch für den Niederländer. Ah, geht nicht mehr. 4,76 war schon persönliche Bestleistung. Die kommen in die Wertung. Und uns für diesen Wettkampf. Wir gratulieren ihm zu einer neuen persönlichen Bestleistung. 4,76 Meter. Starker Wettkampf des 21-jährigen Niederländers. Der hier auch drauf und dran ist, einen 8000er zu machen. Ein paar neue Gesichter, die sich hier im 8000er-Club anstellen. Ein bisschen was muss noch geliefert werden. Danke ans Publikum, wie sich das wirklich gehört und dann ausruhen, kommt was anderes, Speerwerfen, 800 Gramm, andere Schuhe, andere Spikes. Thomas van der Platzen aus Belgien, Konterband. So, Van der Platzen ein letzter Mal. Ein letztes Mal der Belgier mit der Möglichkeit, ein paar Punkte zusätzlich zu sammeln.
Ah, gelingt ihm nicht mehr. 5:16 kommen in die Wertung, aber er macht damit schon einen Sprung nach vorne von der Platzen von Position 7 auf Position 5. Überholt damit auch Dominik Distelberger. Dann fehlt wirklich nur noch einer, nämlich Jordani Garcia, der einen dritten Versuch noch hat über die 4,76 Meter. Über die 4,86, Verzeihung, 4,76 hat er schon geschafft. Und hält damit weiter Position 4 im Gesamtklassement. So, das war's. Aus und Ende. 2 Stunden, 2 Minuten hat das Stabhochspringen heute mit 19 Springern gedauert. Es gab keine ganz große Leistung. Oben 5:16 als Bestwert. Sieger heißt Van der Platzen, Thomas Van der Platzen. 960 Punkte gibt es dafür und das war der letzte Sprung der Konkurrenz von Jordani Garcia aus Kuba, der heute planmäßig als Jahresweltbester im Zehnkampf abgelöst wird. In etwa 3 Stunden wird das Gewissheit sein. Aber er hat sich noch ein klein wenig steigern können. Garcia. Einpacken, schweres Gepäck dann wieder für die Zehnkämpfer. So, jetzt ein bisschen ausholen. In 35 Minuten beginnt das Speerwerfen bei den Männern der ersten Gruppe.